Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 12.06.2020. Damit den letzten Handelstag, bevor wir dann in die Verfallswoche vom Juni starten, in die große Verfallswoche auch. Und ja, unser DAX stand gestern, wenn Sie sich erinnern können, stand er oben am Berg, ja, mit seinem Fahrrad in der Hand, stolzen Blick nach vorn und ja, ab ging die Post. Ne? Wilde Rutsche nach unten, Tunnelblick rechts und links, zwischen den Bäumen durch und er lebt noch, ja, und er rollt noch. Ist wirklich bis zur letzten Minute durchgezogen. Wenn wir auf den Tageschart gucken, ist das schon eine brachiale Kerze, die schon seinesgleichen sucht. Also die hat ordentlich Würze drinne. Und mir ist ja immer ein bisschen wichtig, dass man in solchen Momenten halt auch ein bisschen so die Leute im Blick behält. Ne? Wie reagieren die? Wie sind die so drauf? Wie ticken die? Häufig ist das der beste Indikator, den man überhaupt findet. Na, also vor noch sämtlichen gleitenden Durchschnitten, vor noch sämtlichen, ja, was weiß ich, Stochastik, RSI, was sie nehmen können. So wie die Leute denken, das Massengefühl von den Leuten ist immer wieder beeindruckend zuverlässig. Ja, und wir hatten hier, als wir durchgegangen sind, haben wir auch davon gesprochen, hier fehlt halt noch die Leute, die fehlen auch, die müssen davon überzeugt sein, die müssen hoch. Und hier oben schon an der Kerze haben wir ja schon gesagt, es passt jetzt. Na, also die Leute sind alle nach oben gerichtet, sehen alle die 13.800, haben keine Lust mehr, die Welle zu shorten, gehen nicht mehr davon aus, dass eine zweite Welle überhaupt kommen kann. Sind zuversichtlich, sind euphorisch sogar, ne, haben wir auch hier erzählt gehabt. So, und dann sind wir in unsere 2-Stunden-Verkaufszone reingedonnert. Haben wir gesagt, dass die an sich, ja, hat man hier schon, ne, hatten ganz viele Angst vor einem Aufwärtsgap, hatten gesagt, dass es eigentlich gar nicht so typisch wäre, wenn er da einen Aufwärtsgap macht, ne, weil er diese drei flachen Hochs da hat, dass sich der DAX da gerne rausdreht, so, und dann sollte runter, sollte 4,80, das hat er getan, nicht gut gehalten, schwach gewesen, dann haben wir ihm mitgegeben, wenn er hier unter die 3,30 geht, soll er dann bis 12,150 mal probieren, auf die 200-Tage-Linie drauf und dort nach oben reagieren. Das hat soweit ganz gut geklappt, das ist wirklich gut hochgelaufen, aber dann direkt schon an der 12,300 nach unten. Und dann auch weiter runter bis hier auf unsere Zone um 12.830, 11.830, wo er jetzt noch steht. So, er steht jetzt dort noch und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das noch nicht fertig ist, dass er hier noch nicht fertig ist. Der hat hier bestimmt erstmal nur die ganzen Shorts rausgeschmissen oder die Longs rausgeschmissen. Hat dabei auch unsere Elisa weggetreten. Ja, wir waren hier oben, sind wir Short reingegangen in unsere Verkaufszone. Den haben wir hier dann zum oben rausgedrückt. Haben wir hier rausgenommen gehabt. Ich glaube, wir hatten hier 60 Punkte Stopp ganz knapp drüber geworfen, hier über die 12,69. Und dann, wie gesagt, hier den Trade beendet dann auch. Sind unten, wir hatten ja auch nochmal was reingestellt gehabt, ne, eine Order. Ich hätte gedacht, also ich hätte mir gewünscht, dass die erst zum Freitag kommt, nicht gleich zum Donnerstag. Er hat auch mit einigen darüber geschrieben, die dann sich per Mail gemeldet haben. Na, Martin, was sagst du? TA da unten, na, komisches Gefühl dabei. Da habe ich gesagt, ja, ich auch. Weil die ganzen Leute halt den ganzen Tag nur Long gesucht haben. Und dem Moment, wo dann da so ein Ding noch angelaufen wird, dann da haut halt wirklich der Letzte dann nochmal was mit rein halt. Ne? Und dann hat man überproportional viele Leute. Und dann kannst du eigentlich den Stopp auch hinlegen, wo du willst. Die Leute, die fängst dann einfach nochmal weg. Da bereinigt er den Markt nochmal, dass es relativ üblich, sogar relativ typisch und so schnell konnte man dann gar nicht mehr reagieren. Dann war das auch schon ausgeführt und hat es dann hier auch mit knapp auch 60 Punkten, glaube ich, ausgestoppt. Damit steht zwar ein relativ guter Trade gegen den, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, dass er hier hinten raus das noch gemacht hat. Wahrscheinlich jetzt trotzdem das Niveau hält und das ist so ein Punkt, da müssen wir mal drüber sprechen. Das ist halt wichtig, aber auch, ne? Viele sagen, ach ja, ich tue mir das nicht an, ich handle ohne Stop-Loss. Und ich lasse halt einfach liegen, ne? Realisiere die Verluste nicht. Ich will mich nicht darüber ärgern, dass ich knapp ausgestoppt werde und dann läuft der Markt trotzdem mein Setup an. Ja, aber das ist halt, ich kann es Ihnen so sagen, wie ich es sehe. Und wir sehen ganz, ganz, ganz viele Trader, ne? Wir haben ja alleine in unserer Community knapp, ja, das sind 1600 Leute drin, ne? Also das darf man auch nicht unterschätzen hier. Sie sehen es ja selber, ne? 2000 Leute gucken ja jeden Tag auf das Video. Das sind die, die registrierte YouTube-Accounts haben. Da können Sie nochmal sagen, doppelt so viele gucken es vielleicht insgesamt von denjenigen, die es dann auf Kanälen guckt, wo einfach der YouTube-Zähler nicht mitläuft. Und es gibt ganz viele davon, die uns immer wieder Mails schreiben halt, ne? Das heißt, wir haben schon einen guten Einblick so über die Leute und über dieses Massendenken und wie die Menge halt so drauf ist. Deswegen finde ich es auch immer wertvoll, Ihnen das eben auch im Video dann eben mitzugeben. So, und
Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wo bin ich denn jetzt abgebogen? Jetzt habe ich einen kurzen Faden verloren. Warten Sie, ich pausiere mich mal kurz. Ich denke nochmal drüber nach, was ich gerade erzählt habe. Tja, ich komme einfach nicht drauf, aber ich wollte mit Ihnen drüber reden, dass wir, dass es wichtig ist, die Stops eben tatsächlich zu realisieren und dann eben nicht einfach immer zu sagen, okay, ich lasse es laufen und mich kotzt das an, weil, genau, und da kam ich her. Jetzt habe ich sogar meinen Faden wiedergefunden. Das. Wir natürlich auch diejenigen Trader mitbekommen, die sich verabschieden halt, ne? Für die irgendwann dieses Projekt Trading ein Ende findet, die dann irgendwann sagen, Martin, ich bin halt einfach zu dumm dafür, ich krieg's nicht gebraten oder keine Ahnung, und sich dann verabschieden so. Und das ist meistens, nachdem diejenigen dann eben solche Methoden versucht haben halt, ne? Also die dann einfach die Stops rausgenommen haben, die gesagt haben, das kotzt mich an, dass ich hier immer ausgestoppt werde, und andere, die werden nie ausgestoppt, die posten immer nur Gewinne. Ja, Freunde, na klar, es ist viel schöner, Gewinne zu posten, ne? Das sieht man hier und da immer. Also es gibt da Facebook-Gruppen, und auch andere Chats auf Plattformen, da ist das ganz markant. Da gibt es Leute, die posten den ganzen Tag, von Woche für Woche. Ah, ich habe hier super Gewinne und ich habe super Gewinne und ich habe super Gewinne, und andere Leute, die nehmen das einfach so als gegeben halt, ne? Also ich weiß nicht, ob es der gute Glaube ist oder ein bisschen Naivität dann einfach. Aber glauben Sie mal nicht, dass die wirklich tatsächlich immer alle nur diese Gewinne haben, die sie posten. Also wir haben einen relativ guten Einblick so in was Leute handeln und wie die machen. Auch weil wir einfach auch immer viele Kontoauszüge von den Leuten zugeschickt kriegen, mit der Bitte halt auch über Trades drüber zu gucken und einfach mal so ein bisschen. Ne, da gibt's, man sieht ja dann auch, wie die entsprechenden Leute sich in Foren verhalten und wie die dann auftreten, und da sind schon immer mal größere Gaps da. Ne? Da gibt es Leute, die kommen zu uns und fragen uns um Hilfe. Ne? Fragen, hey, wie kann ich denn hier was besser platzieren? Und ach, das ist, bitte, ich will von dir lernen. Ne? Also hilf mir bitte. Ich kriege keinen grünen Monatsschluss hin. Und dann sieht man die gleichen Leute, wie sie dann in anderen Foren unterwegs sind und den ganzen Tag erzählen, dass sie nur Gewinne machen halt. Also machen Sie da vorsichtig. Lassen Sie sich nicht von anderen Kirre machen. Lassen Sie sich nicht so rauslocken, ne, so auch die Gier anspielen. Gier ist immer gefährlich, das frisst Hirn auf wie Seuche, wie Säure, nicht wie Seuche, wie Säure. Ne, also denn nicht rechts und links nur gucken, ab wie toll sind alle anderen, konzentrieren sich wirklich auf ihre Sachen. Das ist das, was funktioniert halt, ne? Dann kommen sie vorwärts. Wenn sie sich immer nur an anderen orientieren, wo es gerade gut aussieht, die sagen ihnen nicht, wenn es bei denen richtig scheiße läuft. Das schreiben die wenigsten, schreiben das. Boah, ey, ich habe jeden Tag Gewinne gepostet, aber gestern habe ich mal mindestens die Ergebnisse der ganzen letzten 30 Tage nur an einem Tag verballert, weil ich immer ohne Stop-Loss handle halt, ne? Und das sagt halt keiner, aber es gehört dazu. Und das ist das, was es mir immer ein bisschen schwierig macht, dann zu argumentieren und die Leute davon zu überzeugen, hey, es ist wichtig, dass ihr euch von euren Verlusten trennt, weil die sind dann wieder andere, die nie die Verluste posten, die immer sagen, also sie traden ohne Stopp, warum sollen sich die Verluste antun? Na, also Freunde, bitte geht mit Menschenverstand daran, das ist ein Kampf, den werde ich ewig kämpfen, den werde ich nie besiegt bekommen, aber ich werde mich immer wieder dagegen stellen und das immer wieder vertreten, weil ich einfach sehe, die Leute, die bei uns rausfliegen, es ist immer die gleiche Story, es ist immer wieder die gleiche Story. Und ich kenne auch keinen von denjenigen, die gesagt haben, oh Martin, ich scheiße jetzt auf das, was ich hier alles gelernt habe, ich handle jetzt ohne Stopp, die mir dann plötzlich nach einem Jahr sagen, hey, ich bin super profitabel das Jahr gelaufen. Gibt's nicht, nein. Noch nicht einer, der wirklich dann geschrieben hat, hier, und das ist wie mit Scalping, das sind auch so Mythen halt, ne? Das will jeder machen, das findet alle toll. Ich kenne keinen, der einen positiven Kontoauszug dann mir zeigen konnte. Also, es tut mir leid, das sind dann auch so Sachen, da muss ich mich dann halt auch einfach ein bisschen fester hinstellen und sagen, Freunde, passt da bitte auf. Trennt euch rechtzeitig von Verlusten, macht ruhig, ne? Konzentriert euch auf die wenigen Setups. Wenn da einer ausfliegt, nehmt das nicht persönlich, geht einfach ein bisschen einen Schritt zurück, ne? Wartet auf das nächste Szenario und holt euch dann das nächste. Und da können wir mal hier ein bisschen malen, ne? Weil das ist wichtig. Das ist das, was wir eigentlich auch immer in Seminaren oder was ich immer in Seminaren auch mit vertrete. Ja, wenn Sie sagen, Sie handeln mit Stop-Loss, und sie begrenzen ihre Trades pro Tag und sie haben einen schlechten Tag. Was passiert?
Ihnen stoppt es vielleicht einmal aus, sie stoppt es vielleicht zweimal aus, vielleicht dreimal. Wenn Sie sich aber sagen, Sie lassen sich mehr wie dreimal ausstoppen, ja, dann endet dieser Tag hier. Wenn Sie einen guten Tag haben und Sie sagen, okay, Sie lassen den Gewinn mal ein bisschen laufen, nicht unendlich laufen lassen, nicht falsch verstehen, ne? Aber Sie lassen ein bisschen mehr laufen, vielleicht als auch Sie in den Stopp gewesen sind, ne? Und Sie haben einen guten Trade, Sie haben noch einen guten Trade, Sie haben noch einen guten Trade und Sie haben noch einen guten Trade und dann ist vielleicht so 13:30 und Sie sagen sich, puh, eigentlich gut gemacht. Nachmittags verhaue ich es in der Regel wieder, ich höre mal auf. Was passiert mit dem Tag? Der bleibt so stehen. So, und dann kommt wieder ein schlechter Tag. Ne? Zack, 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 Sie sind begrenzt. Nächster Tag wird vielleicht auch wieder schlecht. Sie haben begrenzt, eins, zwei, drei, vielleicht sogar drei. Dann wird der nächste Tag vielleicht trotzdem wieder schlecht. Und Sie machen nur einen Trade und sagen, ja, nee, kein gutes Gefühl heute. Dann kommt wieder ein guter Tag, Sie lassen einen Trade laufen, dann kommt ein schlechter. Sie lassen einen guten Trade, Sie machen einen schlechten, zack. So, und Sie entwickeln sich nach oben. Was passiert Ihnen aber nicht? Ihnen passiert nicht der hier. So, und wie ist es bei denen, die ohne Stopp traden? Die haben dieses Runterzu hier nicht. Die realisieren die Verluste meist nicht. Oder nur ganz knapp, so knapp um den Einstand, wo man sich sagt, na, das ist ein vertretbarer Verlust, den nehme ich hin. Ne, aber die anderen, die machen in der Regel die hier. Ne, es ist schön, ui, geil. Oh, ich habe jeden Tag Gewinn. Ich bin super. Ich habe jeden Tag Gewinn. Und was kommt? Ne, dieser eine Tag. Wo dann vielleicht auch die offene Position, meistens ist es sogar so, dass diejenigen noch offene Positionen mitlaufen lassen. Das heißt, deren Equity bewegt sich vielleicht sogar so hier. Ne? Also Equity heißt der tatsächliche Stand von Guthaben und offenen Positionen. Ne? Und das hier ist die Kurve von geschlossenen Positionen. Das ist zum Beispiel auch das, was der MetaTrader einfach auswirft, wenn du da ein Statement siehst. So, und dann kann es bei denen sogar sein, dass sich das so bewegt, die Equity. Ne? Dann kommt es hinten raus, kommt es richtig gut. So, das ist die Balance, das ist die Kontostandveränderung, steigt immer weiter, weil die realisieren ja keine Verluste. Und dann kommt irgendwann dieser eine blöde Moment, wo man irgendjemand anders dafür die Schuld geben kann, sei es Trump, China oder was, und es haut es runter. Und es haut so runter, dass man hier einzahlen muss, dass man nachzahlen muss. So, was machen diejenigen? Sagen sich, na, ich war ja aber super toll. Ne, ich habe ja hier richtig hochgehandelt, zahlen hier wieder ein, setzen sich wieder auf dieses Niveau hoch und machen den gleichen Spaß nochmal. Und das dauert unheimlich lange, bis man sowas dann wieder rauskriegt halt. Ne? Weil man immer wieder, das ist wie eine Sucht dann auch, ne? Dieses Hochpushen. Das ist was viele dann so ködert. Ne? Die denken sich, oh Mensch, ich habe ja so viel geschafft, ich habe ja so viel geschafft, ich war schon so weit hoch. Ich hatte vielleicht ein Konto von 5.000 Euro schon irgendwo bei 100.000 Euro gehabt. Ne? Ich bin ja eigentlich ein guter Trader. Ich habe nur einfach hier einen Fehler gemacht. Und das ist das Problem halt. Ne? Die denken, dass hier an dem Tag ist dieser eine Fehler passiert. Aber der eigentliche Fehler, der passiert ja hier schon vorne. Ne? Weil diese Strategie einfach dafür ausgelegt ist, dass ich immer wieder auf die Nase kriege. Ja? Man kann so eine Strategie richtig anwenden. Das würde jetzt aber zu lange dauern, das hier zu machen. Die meisten machen es halt leider einfach falsch und kriegen immer wieder das hier auf die Nase. Und deswegen hier einfach noch mal der Hinweis, ne? Weil das ist wieder so ein typischer Tag, wo einfach viele verlieren. Das ist so ein typischer Tag, wo alle zugucken, alle nicht Short dabei sind, sich nicht mehr Short reintrauen, weil sie denken, der Markt ist schon gefallen und dann dagegen hauen. Und das ist immer wieder das Gleiche. Da kann ich Ihnen 100 Kontoauszüge von Leuten geben, da werden Sie 95 Mal das gleiche Verhalten an dem Tag sehen, halt, ne? Warten, 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 gegenknallen. So, und warum? Die Leute sitzen da und denken sich, boah, jetzt ist 800 Punkte gefallen oder 1000 Punkte gefallen, ich war hier nicht dabei, so eine Scheiße, jetzt würde ich wenigstens in einem Rücklauf dann richtig dabei sein. Und dann gehen die mit so viel Motivation hier rein, mit so viel Risikobereitschaft auch, dass sie natürlich immer wieder kalt gemacht werden. So, und wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Mal abseits von der Technik, die Leute müssen sich auch hier natürlich jetzt wieder drehen und ich merke, dass das tatsächlich jetzt schon passiert, dass die Leute das jetzt schon voll gefressen haben. Und jetzt schon davon ausgehen, dass wir bis November, bis US-Wahl ist, dass sich hier nicht wieder erholt und der Markt total kollabiert. So, und das ist schon ein Punkt, wo ich sage, heu, 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 müssen wir ein bisschen sachte machen mit den Pferden. Ist es immer denn tatsächlich schon so dramatisch gefallen, dass das hier jetzt kritisch wird? Oder war das jetzt einfach mal ein kurzes Austreten nach unten und der Markt ist in 3 Tagen wieder nach oben? Weil wir müssen ja auch mal gucken, wie sind wir denn vorher hochgekommen und wo sind wir denn hochgekommen? Wann hat denn die vorletzte Woche angefangen? Ne? Wann hat die Woche angefangen? Die hat hier oben angefangen. So, wann hat die Woche davor angefangen? Die hat hier unten angefangen. Sind wir da schon drunter? Nein, wir sind da noch nicht mal drunter. Ne? Das heißt, wir hatten eine schöne Übertreibungswoche nach oben und haben die jetzt einmal mal ein bisschen wieder rausgenommen. Aber was wir noch nicht gemacht haben, wir sind noch nicht mal unter das Vorwochentief drunter gefallen. So, und das sind schon so ein paar Punkte, wo ich so sage, also insbesondere auch, weil die Leute gleich so massiv negativ sind und jetzt wirklich
So weit im Voraus schon denken, dass jetzt hier was ist, wird es für den Markt, glaube ich, jetzt nicht so einfach, hier jetzt Schritt zu halten, weil die dem ziemlich schnell auf den Sack gehen durften jetzt halt, ne? Und gerade in der Situation, wo wir stehen an der Stelle, die 11.800 hat durchaus das Potenzial, deutlicher nach oben zu laufen halt, ne? Also wenn wir jetzt die 11.800 nach oben anlaufen, die hat Reaktionspotenzial bis über 12.000, das muss man schon sagen. Deswegen wollten wir hier einen Trade reinstellen. Hat es uns nun leider ausgestoppt, aber das Niveau ist ja deswegen trotzdem geil. Es ist trotzdem auch ein gutes Niveau. Es ist ein starkes Niveau halt. Ne? Das wurde hier dreifach verteidigt. Das ist schon was, was gut nach oben reagieren kann. Deswegen bin ich aber trotzdem relativ froh, jetzt hier erstmal ohne Ticket in die Nacht zu gehen. Also ich persönlich finde es jetzt angenehmer, dass es uns den Trade gleich rausgenommen hat, als dass wir hier 10 Punkte vom Stopp noch gerettet gewesen wären. Dann hätten wir das Gap-Risiko über Nacht gehabt. Das haben wir jetzt hier in dem Sinne nicht. Ne, und können dann vielleicht am nächsten Tag nochmal ansetzen. Denn eins ist klar, geht der DAX tiefer und drückt sich nochmal runter, hätten wir dann den Bereich um 4,80 und 4,30 im Fokus. Ne? 4,45 und 5,45. Das sind jetzt so die Punkte. Hier, der grüne gleitende Durchschnitt um die 45 bis 4,80 bis 4,30. Das ist jetzt hier letztendlich das Pendant zu der Zone. Eigentlich ist es sogar das Ziel aus der Zone hier. Ja, das heißt, der DAX könnte hier unten, wenn er jetzt hier nochmal runtergetreten wird, können wir eigentlich das jetzt hier runternehmen. Ja, würde er jetzt hier nochmal durchgetreten, müsste man davon ausgehen, dass er hier nochmal reinrammelt und dann wieder zurückrutscht. Rücklaufbereiche für den DAX, wenn er denn hochkommt, sind auf jeden Fall jetzt im Bereich um 12.150. Den finde ich sehr interessant, der kann gut nach unten reagieren. Aber ich würde hoch zu schon aufpassen, wie er reagiert. Also er muss ein bisschen Vorleistung gehen. Er muss ihnen zeigen, dass er da was nach unten liefern will. Ne, ich würde sogar schon fast so weit gehen, wenn er jetzt die 11.830 hochrupft, dass wir das dann fast hier bis 12.150 sehen werden. Ja, würde ich schon so sagen. Das wäre jetzt Rücklaufziel 12.150, wenn die 11.830 hier unten verteidigt werden kann. So haben wir irgendwo noch eine schöne Linie. Haben wir nicht, aber wir biegen uns die zurecht. So. Das wäre jetzt quasi so was, was ich fast favorisieren würde. Sollte aber schwächer reinkommen, sollte nach unten treiben und wieder abwärts gibt's treiben. Immer vorwärts gucken, ne? Nicht so sehr mit dem Rückspiegel arbeiten, schön nach vorne gucken und mit der Bewegung noch versuchen mitzugehen halt. Ne? Dass man dann punktuell auch einfach noch ein paar Punkte mitgehen kann, er weiterfallen. Denn auch wenn er weit gefallen ist, er kann trotzdem noch weiterfallen. Da gibt es keine Gesetze, gibt es keine Grenzen und der DAX muss gar nichts. Der muss auch nicht irgendwann drehen oder wieder hoch, weil irgendwas übertrieben ist. Nein, gibt es nicht. Er kann immer weiter, wenn er dazu Bock hat. Unter 4,30 geht ein bisschen die Klappe auf nach unten, also im Sinne wirklich eines. Ja, K.O. Short Triggers. Sollte man dann schon einplanen, dass er auf 11.300 geht. Das ist dann hier wieder eine relativ gute Bastion, aber eigentlich eher mehr so 2,50, ja. 2,50, 1,80, ja, das kann. Da mache ich komische Geräusche. Ja, ich sag mal. Im Zweifel rennen lassen hier rein in die Zone. Das ist gute Zone. Die könnten auch aufhalten. Aber ich finde auch hier, die 45 finde ich attraktiv, 430 ist attraktiv. Ja, so. Ich denke, so negativ wie die Leute waren, ich glaube, er kriegt es nur mit Abwärtsgap hin, weiter nach unten zu arbeiten. Also ich würde denken, wenn der nach oben arbeitet zum Freitag, müsste man ein bisschen aufpassen. Für die so shortig sind jetzt, also die haben noch nicht, die Leute haben noch nicht geshortet, ne? Sie waren viel zu viel long drin gewesen, aber die Gedanken sind unheimlich schnell auf Short getrimmt, auch auf diese zweite Corona-Welle, zumindest die technische Corona-Welle. Ich könnte mir vorstellen, dass die Freitag alle nur dagegen hauen. Ne? Der zieht kurz nach oben an und da stehen schon die ersten alle Short drin und dann drückt er die natürlich jetzt den ganzen Freitag nach oben raus. Das würde ich nicht ausschließen. Freitage sind oft fiese Tage, die kommen immer ein bisschen unangenehm und stänkern vor allen Dingen viel. Das kann ich mir gut vorstellen. Und sollte höher gehen als das, wir haben noch die 300 und 330 und wenn der da durchgeht, dann geht er auf 450. Selbst am Freitag ist das möglich, ne? Also. Und da können Sie sich auch schon vorstellen, wie würden Sie jetzt den Markt interpretieren, wenn er jetzt wieder bei 4,50 steht? Ne? Einfach schon mal so ein bisschen forecasten. Was passiert jetzt, wenn er zum Freitag komplett hochdreht? Ich möchte es noch nicht ausschließen.
Ne, einfach weil die Leute zu negativ sind. Aber wie gehe ich persönlich mit sowas um, mit diesem Hintergrundwissen oder das, was ich ihm erzähle? Ich gehe jetzt nicht hier rein und sage, pff, Long rein, Stop raus, Size erhöhen, Positionsgröße mehr rein. Der steigt, weil die Leute short sind. Mache ich auch nicht. Na, aber wenn jetzt grüne Kerzen kommen und er drückt eine, und sie sehen, da kommt Saft rein, sie sehen, da kommt Geld rein und dann, man drückt in den Markt das Geld rein, das sehen sie an den Kerzen. Da müssen sie nicht ins Orderbuch gucken, da müssen sie auch nicht, keine Ahnung, in Frankfurt an der Börse anrufen und fragen, wie viele Tickets da reingehen, das sehen sie an den Kerzen, wenn da Geld reingedrückt wird. Na, und wenn die kräftig kommen, wenn die grün kommen und die straff grün kommen, dann würde ich durchaus zum Freitag auch in Erwägung ziehen, Longs zu suchen. Ne, auch wenn der Trend, Abwärtstrend hier stark wirkt und kräftig, aber wenn der dagegen puncht, wenn er gegendrückt, kann er im Zweifel bis zur 12,150 hochrennen. Na? So, und wenn er da oben durchrennt, 3,30 und wenn er da durchrennt, 4,50. So, das sind nicht viele Niveaus und wir haben hohe Volatilität. Alles machbar. Drückt es sich aber nach unten, zeigt er weiter Schwäche, so ähnlich wie das, was man am Abend gesehen hat, ne, dieses kleine Kerzen hoch und wieder runter, runter. Kleine Kerzen hoch und wieder runter, runter. Schnelle Kerze hoch und wieder runter, runter, runter. Das ist Schwäche. Ne, dann Short drauf und dann ist scheißegal, wie tief der ist. Dann machen sie, wenn sie das irritiert, dann kleben sie sich hier vorne die Leiste ab. Gucken sie nicht auf die Zahlen, gucken sie auf die Kerzen. Das funktioniert auch gut. Ne, also, wenn sie das Gefühl haben, sie stehen sich da selber im Weg, weil sie denken, ah, jetzt sind wir hier oder da oder wie. Na, also eigentlich sieht man das wirklich schön an der Bewegung. Aber das sind so Sachen, die gucken wir uns eigentlich in Seminaren auch genauer an. Das behandeln. Da ist jetzt hier so ein Video, das funktioniert nicht. Zumindest ist es nicht so, dass ich auch sagen kann, sie haben es alle richtig verstanden. Aber ich versuche es trotzdem mal mitzugeben. Wenn das sind Tage, da verlieren halt viele, da muss ich ihnen auch mal ein bisschen was. Muss ich Ihnen auch mal ein bisschen was zeigen, wie man hier machen kann. Mal ein bisschen mehr Zeit investieren. Ist einfach wichtig halt, ne? Weil das sind die Tage, wo man viel lernen kann, dann einfach so im Nachhinein halt auch, ne? Weil das sind die Tage, wo meistens viele verlieren. Das heißt, sie sind jetzt bereit, sich selber mal zu hinterfragen, Regeln aufzustellen. Das ist für mich genau der richtige Moment, wo ich anpacken kann, wo ich mit ihnen arbeiten kann, wo ich sie formen kann in die richtige Richtung. Zumindest nach meinem Verständnis. Und in die Richtung, wie ich halt sehe, wie es bei anderen geklappt hat. Ne? Also wir haben ja quasi ganz viele Versuchskaninchen den ganzen Tag und wir sehen ja immer wieder, was funktioniert bei wem, was funktioniert bei wem nicht. Ne? Und man konzentriert sich irgendwann nur noch auf die Sachen, wo man sieht, okay, das klappt bei so vielen. Das mach einfach, Junge, mach einfach das und das klappt, weil das klappt bei allen anderen auch und die sind da gut mit. Und lass das und das bleiben, weil das klappt bei allen anderen nicht. Ein bisschen individuell muss man das schon anpassen, ne? Ganz einfach ist es nicht, aber im Grunde ist es, das sind immer die gleichen Sachen, ne? Und wenn ich Ihnen das erzähle, ich möchte nicht wissen, wie viele sich vor uns mit dem identifiziert haben, was ich hier erzählt habe. Ne? Dieses, ah, die ganze Zeit nicht mit dabei und da, ah, ich steige nicht mehr ein, der ist ja schon so weit gefallen und ach, ich suche lieber noch einen Long. Das ist halt Instinkt und das ist bei allen gleich. Bei allen. Deswegen haben alle die gleichen Probleme, es gibt für alle die gleichen Lösungen und Wege zur Besserung. Man muss es nur wollen. Freunde, dann hier mal ein bisschen, was eher weniger analyseseitig ist heute, ein bisschen drumrum. Wie gesagt, mir ist es wichtig, das heute einfach zu betonen, weil ich weiß, dass in solchen Momenten die Leute am lernfähigsten sind, am meisten bereit sind, sich zu bessern. In dem Moment, wo sie das handeln, was sie nicht sollen und damit gute Erfolge machen, kann ich mich hinstellen und erzählen, was ich will. Will keiner hören. Ne, aber hier hat man mal Chance, was zu verändern. Deswegen sehen Sie es mir nach, dass ich mir hier mehr Zeit rausgenommen habe. Ich hoffe trotzdem, es hilft Ihnen auch. Können Sie ja gerne mal auf Gefällt mir klicken. Und ja, also Abwärtsgap wäre negativ, würde im DAX nach unten anreißen. Platz geben bis 11.430, geht er 11.430 durch, haben wir bei 11.200, 11.150 die nächsten Bereiche. Sollte aber sich stabil zeigen, sollte vielleicht auch den Bereich um 11.800 halten, auch vielleicht zur Eröffnung am Freitag und von dort eher nach oben arbeiten, grüne Stundenkerzen reinstellen. Stehen Sie sich nicht zu sehr selbst im Weg. Na, ansonsten vielleicht noch ein kurzes Wort mittelfristig. Wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich hier? Ich warte jetzt die Wochenkerze noch ab. Deswegen sprechen wir morgen darüber, wie wir das jetzt werten, was es für Auswirkungen auf den DAX hat. Ich möchte einfach den Fall der Fälle ausschließen, dass er zum Freitag jetzt den kompletten Donnerstag wieder revidiert.
Weil dann hätten wir ein richtig starkes Kaufsignal Richtung 13.000 und mehr im DAX. Wenn wir jetzt einen starken Freitag sehen, dann wird der Montag nach oben rausknallen ohne Ende. Ja, und das möchte ich. Ich möchte jetzt den Freitag gerne nochmal abwarten. Und dann gucken wir auch nochmal, was hat das jetzt hier für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen für Auswirkungen. Ja. Gut, alles klar. Ich mache jetzt hier aus. Ich wünsche Ihnen was. Viel Erfolg.